Teufelsaustreibung am Ende des 20. Jahrhunderts. Dann fingen sie an, mich zu boxen. Ich dachte, jetzt wird es kritisch. Wenn schlimm wird, dann schrei ich einfach, mit Hilfe herbeikommen. Aber sie hat dann aufgehört und ich habe zu Ende gebetet. Und dann, als ich hier weiter gebetet habe, plötzlich eine ganz tiefe Stimme, die sagte, sie gehört mir. Und das war der Dämon, der aus ihr sprach. Sie leiden Höllenqualen. Für den Patienten ist der Wahn Realität. Der ist davon überzeugt, das ist so. Das bilde ich mir nicht ein, sondern das ist wirklich so. Der Vatikan kämpft auf seine Weise gegen den Teufel. Über 1000 Priester stehen weltweit für den Exorzismus bereit. Ich widme mich dem Exorzismus jeden Tag, auch zu Weihnachten und zu Ostern. Ich mache nur Pause, wenn ich Interviews gebe. Fernsehinterviews und Reportagen sind sehr wichtig, um den Exorzismus wieder in der ganzen Kirche auf der ganzen Welt zu verbreiten. Die Rückkehr des Teufels, ausgelöst durch diesen Film. Mrs. McNeil. Harris, du gottloser Schweinscheiß. Im Angesicht des Feindes. Natürlich der Vater und der Sohn. Geh nur die Toten, lass ab von dieser Dienerin Gottes. Es ist die Kraft Jesu Christi, die dich bezwingt. Exorcism was practiced. Very, very rare. Der Exorzismus wurde sehr, sehr selten praktiziert. Das war etwas außergewöhnlich Seltenes bis in die frühen 70er Jahre. Erst danach wurde der Exorzismus wieder zu einem ernstzunehmenden Problem. Es ist Gott selbst, der dir befiehlt. Dieser Film legte die Saat, weil er die Leute glauben machte, dass ihre Probleme, welcher Art sie auch sein mochten, unter Umständen durch dämonische Einflüsse verursacht sein könnten. Zwei Jahre später holt die Realität den cineastischen Albtraum ein. Klingenberg, 1975. An Anneliese Michel wird die letzte Teufelsaustreibung in Deutschland vollzogen. Das Erste, was mir dazu eingefallen hat, ist Mittelalter gewesen. Nicht? Also zumindest also nicht unsere aufgeklärte Zeit, dass man also heute überhaupt noch wirklich den Teufel in der Kirche als eine reale Größe betrachtet. 67 Mal vollziehen zwei Priester der römisch-katholischen Kirche in diesem Haus den großen Exorzismus. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Heiligen. Das ging immer so 1,5 Stunden lang. Und da konnte ich mich noch erinnern, wie wir so den Eimer fertig waren. Und da hat der Pater Anneliese gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Pause, dass die Anneliese mal ein bisschen Ruhe hat. Auf einmal fing sie an, Ruhe, bei uns gibt's keine Ruhe. Es geht weiter oben oder unten. Und es ist mir so durch den Rücken gelaufen, ich habe Gänsehaut gekriegt. Nach 9 Monaten wiegt Anneliese Michel nur noch 31 Kilo. Immer wieder fügt sie sich selber schwere Verletzungen zu. Ich habe aber erlebt, wie sie von der Dämonen geschlagen worden ist. Das ging so, so, so. Wo ging das? Am 1. Juli 1976 stirbt Anneliese Michel. Verhungert unter den Händen ihrer Exorzisten. Bis heute wird ihr Tod religiös verbrämt. Sie soll der Gottesmutter versprochen haben, dass sie diese Besessenheit, die,
besetzt von den vielen Dämonen, dass er das annimmt für die Rettung Deutschlands und für die deutsche Jugend, um die zu retten. Und dann ist sie eben, dass er das angenommen als Sünde. Deswegen ist sie auch gestorben und nicht geheilt worden davon. 2 Jahre nach ihrem Tod hat eine Nonne eine Vision. Der Leichnam der Anneliese Michel sei unverwest. Angeblich ein Beweis für ihren Sühnetod. Die Eltern veranlassen die Exhumierung. Wir haben davon erfahren, dass eine Exhumierung stattfinden sollte. Angeblich, weil ein Wunder geschehen sei. Ein Wunder, das beweisen sollte, dass Anneliese Michel damals tatsächlich vom Teufel besessen war. Und das Wunder sollte sich so dargestellt haben, dass die Leiche unversehrt im Grabe liegt, im Sarg liegt. Mitten in Deutschland. Gläubige warten auf ein Wunder. Angeblich werden sie dabei von den offiziellen Stellen behindert. Bis dann soweit war und der Herr Michel holt dann rein bei der Examierung, da waren da rechts und links außen Männer und Frauen gestanden und haben sie nicht reingelassen. Und da hat der Herr Michel das Schriftstück vorgehalten. Haben die abgewehrt, es kommt nicht rein, es kommt nicht in Frage. Dann hat der Herr Michel, haben wir uns zusammengestellt, und haben gesagt, das soll halt der Pater euch geben. Dann hat er dem Pater das Schriftstück gegeben. Auch der Pater wurde nicht hineingelassen. Niemand. Der Bürgermeister will der Familie den Anblick der verwesten Leiche ersparen. Ich möchte wissen, warum dass man den Pater Arnold Renz nicht reingelassen hat, wo er doch der Hauptmann ist der Sache. Die waren alle angereist der festen Überzeugung, dass Anneliese Michel unverwesend in ihrem Grab liegt. Das hatte ja nun auch diese gute Schwester Dorothea so geweissagt. Deswegen fand das Ganze ja statt. Und das hat man natürlich hier erwartet. Und die Leute haben es am Ende auch so wahrgenommen. Die Totengräber wissen es besser. Sie haben die Leiche gesehen. Waren Sie nun dabei, als der Sarg geöffnet wurde? Ja. Sie waren dabei. Ja. Und ist da nur irgendwas aufgetaucht, ein Heiligenschein oder Merkmale? Ich habe nichts gesehen. Gar nichts in der Richtung. Ich habe nichts gesehen. Hast du was gesehen? Was soll denn da auftauchen? Wir leben doch in einer Welt, wo man sagt, dass man an so einem Pokus hat mir glauben. Ne? Also. Der Mensch, wenn er so weit ist, ist sofort. Einige Zeit später hat mir Herr Michel ein Foto gebracht. Auf diesem Foto hat er mir gesagt, ist die Hand des Teufels zu sehen. Und damit ist die Existenz des Teufels in dem Falle Michel für ihn evident gewesen. Das Beweisfoto. Angeblich zu sehen die Umrisse der unverwesten Anneliese Michel. Und die Hand des Teufels. Wasser auf die Mühlen des obersten Exorzisten von Rom. Auch damals gab es schon viel zu wenig Exorzismen in Deutschland. Schuld sind die Bischöfe und Priester, die nicht daran glauben wollen. Wer nicht an den Teufel glaubt und die Besessenheit, glaubt nicht an das Evangelium. Rückfall ins Mittelalter. Die Zeit des Hungers, der Kriege und der Seuchen. Das Strafgericht Gottes scheint angebrochen. Teufelsaustreibung wird zum Allheilmittel des ausgehenden Mittelalters und fordert zahllose Opfer. Es gab etwa im 16., 17. Jahrhundert, das ist gut untersucht, viele Exorzismen einfach im Volk, in der Kultur, die zum Teil auch sehr grausam umgegangen sind mit den angeblich vom Teufel besessenen Menschen. Und die kirchlichen Exorzismen aus dem 16., 17. Jahrhundert
die sind eigentlich ziemliche Rationalisierungen dieser weit verbreiteten Exorzismuskunst. Im Rituale Romanum von 1614 werden die Kriterien für den Exorzismus definiert. Wer fremde Sprachen spricht, übermenschliche Kräfte zeigt und geheimes Wissen offenbart, ist des Teufels. Exorzismus heißt, dass ein Befehl an den Bösen ausgeht, er möge nun von dem oder jenem Menschen lassen. Und dieser ausgesprochene Befehl, geh weg, zieh aus, das macht den Exorzismus aus. Der erste Exorzist nach dem Neuen Testament, Jesus Christus. Jesus will, dass wir den Exorzismus vollziehen. Ja, er ermächtigt uns sogar. Markus 16, Vers 17. Jene, die an mich glauben, werden in meinem Namen die Dämonen verjagen. Man muss nur an Jesus Christus glauben, um die Kraft zu haben, die Dämonen in seinem Namen zu verjagen. Klingenberg am Main, romantische Weinstadt im Spessart. Hier wächst Anneliese Michel als älteste von vier Schwestern auf. Der Vater ist Zimmermann, die Mutter Hausfrau. Seit ihrer Geburt im Jahr 1952 ist sie kränklich. Ihre Entwicklung steht im Schatten der strengen Religiosität ihrer Familie. Ihre ganze Einstellung war schon als Mädchen fromm. Wir haben sie auch fromm erzogen, aber durch die vielen Krankheiten, die sie gehabt hat, und da hat sie besonders zum Herrgott besonders nahe gestanden. Und sie hat schon immer gesagt, den Herrgott setze ich an die erste Stelle meines Lebens. 1963. Anneliese besucht das Gymnasium in Aschaffenburg. Sie will Religionslehrerin werden. In dieser Zeit hat sie ihre ersten Anfälle. Ihr Körper erstarrt, die Muskeln sind wie gelähmt. Dann Schüttelkrämpfe. Erste Anzeichen einer Epilepsie. Die Krankheit schlägt sich auch auf ihr Gemüt. Ich glaube, dass er damals schon gemerkt hat, sehr qualvoll, die Anneliese, dass mit ihr etwas nicht in Ordnung war, dass mit ihr etwas nicht stimmte, gewisse Kühlskälte, gewisse Abneigung auch gegen andere Menschen, gewisse Unwürdigkeit im Umgang mit anderen Menschen und dass das schon im Zusammenhang auch mit ihrer Epilepsie selbst und mit ihrer epileptischen Verstimmung im Zusammenhang zu sehen ist. Der Bahnhof von Aschaffenburg. Für Anneliese Michel eine fremde Welt. Die 16-Jährige will für diese Sünder beten, sich für ihr Seelenheil kasteien, ein Sühneopfer. Sie durfte da nicht mehr im Bett schlafen, auf dem Boden musste schlafen, nicht viel zugedeckt. Sie musste frieren. Und im Winter, wenn es Winter war, sie durfte keine Handschuhe anziehen, keine warme Kleidung. Sie musste frieren als Sühne. Die Folge dieser Selbstkasteiung, Tuberkulose. Monatelang liegt sie im Krankenhaus. Das Heimweh verschlimmert ihren Gemütszustand. Beim anschließenden Aufenthalt im Sanatorium die erste Vision. Nach einem epileptischen Anfall erscheint ihr angeblich der Teufel. Den Ärzten gegenüber verschweigt sie die Erscheinung. Sie hat ja zunächst durchaus auch Hilfe gesucht, ne, und hat ja auch Ärzte aufgesucht. Aber ich glaube, sie hatte gespürt, dass das, was sie zusätzlich noch erlebt, so was Außergewöhnliches ist,
dass, wenn sie das den Ärzten sagt, möglicherweise dort auf Unverständnis stoßen könnte. Eine Untersuchung an der Uniklinik in Würzburg ist eindeutig. Und hier sehen wir nun einen Ausschnitt des Original-EEGs. Und dort finden wir jeweils links diesen Wellenkomplex im Sinne einer scharfen Welle und einer langsamen folgenden Delta-Welle. Auch hier sehr schön, eine scharfe Welle, ein Spike, und eine langsame Welferwelle. Das ist kein typisches Spike-Wave-Muster, aber eine ähnliche Formation. Nach den damaligen Erkenntnissen, exakte, gute Anamnese und EEG, was ja eine funktionelle Aufnahme der Hirnstromaktivität ist, war es damals eigentlich die, nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sondern die sichere Diagnose einer epileptischen Erkrankung. Das Deutsche Zentrum für Epilepsieforschung an der Universitätsklinik Bonn. Beobachtung der Patienten rund um die Uhr. In der Antike galt Epilepsie als heilige Krankheit. Die beunruhigenden Symptome als Zeichen göttlicher oder teuflischer Besessenheit. Ich denke, es gibt schon, Sie können schon Anfälle immer mal wieder sehen, die wir auch auf Video aufgezeigt haben, die den Gedanken hochkommen lassen, der Mensch ist besessen in diesem Zustand. Ja. Geht's los? Ja. Können Sie den Anfall noch abbiegen? Ein Epilepsieanfall, ausgelöst unter ärztlicher Aufsicht zur Messung der Hirntätigkeit. Ganz locker. Ich habe Patienten, die schildern, dass plötzlich der ganze Raum in Flammen steht, Sofa, auf dem sie sitzen und so weiter. Und dass sich dieses Phänomen ausbreitet und der Patient aus dieser Situation heraus dann einen mehr oder weniger typischen Schläfenlappenanfall oder ähnliches bekommt, was bei den Schizophreniformen, Psychosen nicht der Fall ist, wo diese Wahrnehmung, die Stimmen hören, permanent ist, teilweise bedrohlichen Charakter hat, also noch Zusatzsensationen hat. Ein katholisches Studentenwohnheim in Würzburg. Von hier aus beginnt Anneliese Michel 1973 ihr Studium, Religionspädagogik. Niemand ahnt hier, welche Ängste Anneliese Michel quälen. Häufiger hört man heute eben von Patienten, die sagen, sie haben Angst, sie fühlen sich bestrahlt oder sie fühlen sich vergiftet oder beeinflusst eben von Außerirdischen. Aber man muss auch immer das Umfeld betrachten. Wenn jemand zum Beispiel jetzt in einem stark religiösen Umfeld aufgewachsen ist, kann es durchaus sein, dass dann da eher der Wahninhalt, die Besessenheit als Wahninhalt so dargestellt wird. Die Wahnvorstellungen werden immer schlimmer. Anneliese Michel hört Stimmen, Klopfen, Poltern. Sie fühlt sich vom Teufel verfolgt. Ihre Zulassungsarbeit. Das Thema, die Aufarbeitung der Angst. Man muss auf jeden Fall auch erstmal an affektive Erkrankungen denken. Hierbei meine ich jetzt insbesondere die Depression, weil gerade schwere Depressionen auch mit Wahninhalten einhergehen können. Die Patienten sind häufig davon überzeugt, dass sie sich versündigt haben, dass sie große Schuld auf sich geladen haben, dass sie Buße tun müssen. Und das kann letztendlich bis eben zu dem Wahninhalt der Besessenheit gehen. Der Engelberg, Wallfahrtsort für gläubige Katholiken unweit der Stadt Klingenberg. 612 Stufen führen zur Kapelle der Madonna vom Engelberg. Hier sucht auch Anneliese Michel Erlösung von ihren Leiden. Die medikamentöse Behandlung ihrer Krankheit hat nur die äußeren Symptome gelindert. Die dämonischen Visionen verfolgen Anneliese Michel weiter. Auch in der Kirche. Das Deckengemälde zeigt den Sturz des Luzifer, der Sieg des Erzengels Michael über das Böse. Vertieft in das Gebet hat Anneliese Michel 1973 hier eine Vision.
eine Botschaft der Mutter Gottes. Ihre Krankheit diene einem höheren Zweck, Sühne für die verirrten Seelen des Landes. Anneliese Michel gibt den Kampf gegen ihre Krankheit auf. Zwölf Ärzte haben ihr überhaupt nicht helfen können. Ein Ohrenarzt hat gesagt, die Stimmen, die sie gehört hat, das ist nicht erklärlich, ich kann ihnen nicht helfen. Die Neurologen, die Psychiater haben ihr nicht helfen können. Eine katholische Messe nach altem Ritus in Kleinwaldstadt. Der Priester betet auf Lateinisch, abgewendet von der Gemeinde zum Altar, und die Hostie wird durch die geweihte Hand des Priesters in den Mund der Gläubigen gelegt. Hier werden die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils abgelehnt, als Abfall vom wahren Glauben. Auch sie hält an den alten Riten fest. Thea Heim. Organisatorin der Pilgerfahrten der Gemeinde. Der Herr Michel ist mitgefahren einmal. Und da ist er gekommen und hat gesagt, er hat ein Mädchen. Er weiß nicht, was die hat. Er sagt, die ist nicht krank und ist nicht gesund. Er weiß nicht, was er hat. Die wollte er gerne mal mitnehmen. Ziel der Pilgerreise: San Damiano in Italien. Hier soll die Mutter Gottes erschienen sein. Das Wunder ist umstritten. Die katholische Kirche in Rom lehnt seine Anerkennung ab. Der Besuch von San Damiano ist den Gläubigen per Bischofsdekret verboten. Sie suchen trotzdem ihr Seelenheil an diesem Ort. Anneliese Michel bleibt im Bus zurück. Da bin ich immer kurz vor 12 noch einmal am Bus, hab geguckt, ob sie alle Haus sind. Ne? Und der Bus wurde abgeschlossen, dass da was drin ist, dass sie auch bei der Mutter Gottes sind. Und wie ich hinkam, wer sitzt im Bus? Noch die Anneliese Michel. Und da habe ich gesagt, komm, geh raus, habe ich gesagt, im Bus gibt es ja Gnade, die Gnade gibt es da vorne bei der Mutter Gottes. Ne? Und da wollte sie erst nicht, und da habe ich sie bei der Hand genommen und bin, hab sie raus. Mit ihrem Verhalten macht sich Anneliese Michel verdächtig. Und da hat sich die Anneliese von meiner Hand losgerissen und hat angefangen und gelaufen, so komisch. So hohe Tritt hat sie gemacht, so ganz anders wie normal. Nach der Erscheinung habe ich ihr dann ein Glas von dem San Damiano Wasser gereicht. Da hat sie das Glas so an den Mund gehalten, wollte trinken und gleich wieder weg. Und da hat sie gesagt, das stinkt, das stinkt. Und ich weiß nicht, am nächsten Tag, glaube ich, ist der Herr Michel gekommen. Und da habe ich ihm gesagt, so wie das aussieht, was ich festgestellt habe, ist die Anneliese entweder besessen oder umsessen. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Jetzt glaubt auch die Familie an den Teufel in Anneliese Michel. Ein Exorzist wird gesucht. Kaplan Ernst Alt aus Ettleben hört von dem Fall. Auch er glaubt an Dämonen. Seine Kirche ist dem Erzengel Michael geweiht, dem Bezwinger des Bösen. Er betet für Anneliese Michel in der Messe und bricht dabei zusammen. Kaplan Alt will den Hauch des Bösen gespürt haben und bläst zum Kreuzzug gegen den Teufel.
Ich habe die so erlebt oder wahrgenommen, dass eigentlich alt die treibende Kraft in der Geschichte gewesen ist. Ein Geistlicher, der felsenfest überzeugt war davon, dass er hier eben einen solchen Fall von Besessenheit hatte und der davon überzeugt war, dass dies der Welt mitgeteilt werden muss. Kaplan Alt sucht Hilfe bei einem erfahrenen Mann. Am Konvent der Jesuiten in Frankfurt St. Georgen lebt damals ein erfahrener Exorzist, Pater Adolf Rodewig. Mehrmals schon will der 80 Jahre alte Jesuit den Teufel ausgetrieben haben. Er bricht auf nach Klingenberg. Pater Rodewig kam ins Haus und Anneliese Michel war irgendwie in einem Raum. Sie hat sich ja dann auch gewälzt in Schmutz und Dreck, hat in einer Stunde 400 Kniebeugen gemacht, sodass die Knie ganz blau waren. Und dann ist sie auf ihn zugestürzt und hat ihm ein paar geschlagen. Also hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Und da wusste eigentlich Pater Rodewig aufgrund seines Selbstverständnisses sofort, Hass und Wut und Ärger und Schlagen gegen fromme Leute, gegen einen weiten Priester, die Frau ist besessen. Das Urteil des Jesuitenpaters besiegelt ihr Schicksal. Von Epilepsie kann überhaupt gar keine Rede sein. Der Epileptiker, der meinetwegen, er fällt hin, nicht wahr, und schlägt auch ein bisschen um sich, aber er ist ganz, ganz weg. Und das hört sehr schnell auf. Jedenfalls, er ist also still. Während bei der Besessenheitszustand geht das Theater ja erst los. Da geht das los, was wir so volkstümlich nennen, jetzt ist der Teufel los. Es ist nicht auf dem Mist der Familie gewachsen. Es ist tatsächlich von außen, hat eine Stärkung stattgefunden. Man hat die Kirche oder die Menschen, die eigentlich der Familie helfen sollen, haben genau diese Tendenzen noch stabilisiert und gestützt. Und das mündete in die Katastrophe. Würzburg, Sitz des zuständigen Bischofs. Auf der Basis des Gutachtens von Pater Rodewig beantragt Kaplan Alt jetzt den großen Exorzismus. Bei Bischof Josef Stangl. Eigentlich gilt er als Reformer. Ich denke, er hat diese Genehmigung gegeben, weil er von seinen Beratern dazu aufgefordert worden ist, weil die ihm klargemacht haben, hier gibt es ganz evident Zeichen dafür, für etwas, was wir ja auch aus unserer kirchlichen Lehre kennen und was sich hier ereignet hat. Und wir müssen das, bevor es zu irgendeiner mehr im Gerüchtebereich angesiedelten Story sich auswächst, müssen wir das in die Hand nehmen und hier ganz amtlich einen Exorzismus durchführen lassen. Am 16. September 1975 beauftragt Bischof Stangl schließlich einen Salvatorianer Pater mit dem Exorzismus. Freilich, sie wusste immer, sie war immer überzeugt davon, dass sie besessen war. Und sie sagte für gewöhnlich, sie spürt diesen Druck im Kopf. Auch wenn an sich nichts los zu sein schien, wenn sie ganz natürlich mit einem sprach, wenn sie arbeitete, dieser Druck im Kopf, da sind sie drin. Ich denke, es war so, Alt wollte ihn sehen, Renz hatte ihn zu seiner größten Verwunderung da gesehen und dann haben sie es beide geglaubt. Und Anneliese Michel glaubte es natürlich auch, aber die hat es teuer bezahlt. 8 Tage nach der Genehmigung des Bischofs beginnt der Exorzismus. Ein willkommenes Forum zur Abrechnung mit den reformerischen Tendenzen in der Kirche. Es ging vor aller Dinge um unsere Kirche. Die Missstände, die heute in der Kirche sind und wir noch zu anderen Zeiten gewohnt waren, die sind da angeprangert worden. Das war das Hauptthema. Ob das jetzt die Handkommunion war oder es war, wie gesagt, die Priesterkleidung, oder das ist alles angeprangert worden. Ja, das schreibt noch ohne das. Ja. Deutlich zeigt sich, wie bei dem inquisitorischen Verhör die gewünschten Antworten provoziert werden. Welches noch? Das erschien mir nicht. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Es gab einen Grund für diese Besessenheit.
Und der Grund für diese Besessenheit war ganz einfach eine Warnung, eine Mahnung, eine Warnung gegen die damals evident gewordenen liberalen Tendenzen der katholischen Kirche. Gegen die haben sich die Dämonen gewehrt und das war das göttliche Zeichen. Das hatte dann auch Anneliese Michel adaptiert und das haben dann auch die Eltern adaptiert. Das haben aber vor allem die beiden Geistlichen getragen. Wir glauben dir den Vater der Liebe nicht. Das Tonband läuft immer mit. Die Kassetten werden später zu Tausenden unter das gläubige Volk gebracht. Die Leiden eines kranken Mädchens als Beleg für die Existenz des Teufels und die Verirrung der modernen Kirche. Ja, das ist von mir. Und Pater Renz hat ja stolz seine Tonbänder vorgeführt, die er dabei aufgezeichnet hat und das mit wirklich leuchtenden und glänzenden Augen und daraus zitiert. Und er war wirklich begeistert auch von dem, was er da gehört hatte. Welche Dämonen sind das? Das können wir fallen, Lucifer, Judas, Nero kommt selten, kein sehr selten, Hitler nur in ganz wenigen Fällen. Gehört Hitler zu den Dämonen? Ja. Hitler gehört zu den Dämonen? Und wer zu den Menschendämonen zu rechnen? Ne? Er selber sagt, er hat sich vorgestellt, bekannt, hat Heil, Heil, Heil geschrien. Ne? Aber sonst hat er nichts gesagt. Und der andere Dämon, der sagte von ihm, die hat zwar ein großes Maul, aber zu sagen hat er nichts. Sie Drecksau, Sie Verfluchte! Damit sind wir das Sie Verfluchte! Ich habe tausende Teufelsaustreibungen durchgeführt. Es hat mir gereicht, auf den Kassetten ihre Stimme zu hören, ihr Winseln, ihr Benehmen. Dort war der Teufel sicher anwesend. 1,5 Monate nach Beginn der Teufelsaustreibungen. Hoffnung im Hause Michel. Der Bann der Dämonen scheint gebrochen. Der Priester hat ja immer jedes Mal bei dem Exorzismen gepredigt, sie müssen raus. Und dann haben sie ja auch gesagt gehabt, wann sie gehen. Ne, das war dann der 31. Oktober, so viel ich mich entsinnen kann. Und dann ging auch einer, wir haben so gefreut drauf, dass das einmal endlich fertig wird. Weil wir haben ja ursprünglich gedacht, da wollen wir da 2-3 Mal Exorzismus beten und dann ist das passiert. Das fatale Wechselspiel zwischen ihr und ihren Exorzisten soll nach den jahrhundertealten Regeln zu Ende gebracht werden. Es war sogar eine Zeit, und das war der 31. Oktober 1975, das sind 6 Teufel, die sich genannt haben, mit Namen, die sind tatsächlich ausgefahren. Und diese 6 haben für diese Prozedur etwa 40 Minuten gebraucht. Sie haben sich gewehrt. Und vor allem haben sie bei dem Gegrüß, seist Maria, voll der Gnade, furchtbar gestottert. Wie einer, der nicht reden kann, gegrüßt, seist du, ne? So gequält, bis sie das fertiggebracht haben. Und so haben diese 6 sich zu verabschieden und sie war für kurze Zeit frei. Wir haben dann angefangen und haben gesungen, großer Gott, wir loben dich. Und bei der letzten Strophe, beim letzten Wort ging es los, ging es wieder los. Wir konnten nichts mehr retten. Das Martyrium der Anneliese Michel geht weiter. Immer öfter verletzt sie sich jetzt während des Exorzismus selbst. Anstatt endlich abzubrechen, sehen die Beteiligten darin nur ein weiteres Zeichen des Teufels. Der Teufel hat sie dann so geschlagen. Die hat so schöne Zähne gehabt, die Pelle. Der Teufel hat ihr sogar die Zähne eingeschlagen. Und dann musste sie ständig mit dem Kopf, hat der Teufel sie wieder die Wand geschlagen. Das ganze Gesicht war verschwollen und zerschlagen. Schließlich verweigert das Mädchen die Nahrungsaufnahme. Die Anneliese durfte nichts mehr essen, was sie wollte. Wenn sie Hunger hatte, durfte sie nichts mehr essen. Dann sagte der Teufel, die braucht nichts fressen. Die soll fasten, nichts kriegt sie, gar nichts. Und er ist alsbald umgefallen vor Hunger und vor Durst.
was ich so dramatisch fand, war, dass also sich hier etwas abgespielt hat in einer Familie, in der eben die Angehörigen, die Eltern, die Geschwister ja auch zusehen, wie da so ein Mädchen immer weniger wird und stirbt und alle glauben da wirklich, da ist der Teufel drin. Kein Arzt ist in der Nähe, der denen wirklich hilft und sie fotten sich ab. Am 1. Juli 1976 stirbt Anneliese Michel an Unterernährung und Entkräftung. Ihr Tod wird von den Beteiligten als Sühneopfer dargestellt. Für die Irrtümer der modernen Kirche, die Gottlosigkeit der modernen Zeit. Ich halte das auch deshalb für ganz schlimm, weil da Menschen instrumentalisiert werden. Und wenn man dann also auch bestimmte reformerische Vorhaben oder vielleicht auch Missbräuche identifiziert mit unmittelbaren Fratzen des Bösen, dann ist das, denke ich mir, eine schlimme Entwicklung. Dann soll man sagen, das und jenes ist nicht erlaubt, das und jenes ist Missbrauch und so fort. Aber das zu dämonisieren und Menschen sozusagen in unmittelbaren Zusammenhang zu bringen, das ist teuflisch. Das ist wahrhaft teuflisch. Aschaffenburg, 30. März 1978. Die Eltern der Anneliese Michel. Pater Renz und Kaplan Alt werden wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Die Eltern haben das ganz deutlich gesagt, dass man befürchtet, wenn ein Arzt wieder herzugezogen wird, insbesondere ein Psychiater, dass die Anneliese dann in eine Anstalt eingewiesen werden könnte und dann nicht mehr Lehrerin werden würde. Das mag mit dazu geführt haben, dass man hier einfach sich gegenüber einer ärztlichen Behandlung abgeschottet hat. Vier Wochen später Urteilsverkündung. Sechs Monate auf Bewährung für die Angeklagten. Nachdem das Urteil gesprochen war, hat auch der Angeklagte Michel zum Ausdruck gebracht, die Entscheidung ist falsch. Das war der Teufel, der hier ein Wort mitgeredet hat. Keiner von denen hatte was Böses im Felde, am allerwenigsten die Eltern. Die Eltern sind getroffen von dieser ganzen Geschichte. Denen muss man helfen, denen muss man nicht bestrafen. Also ich denke, es ist nicht so sehr die Frage nach der Strafe. Es ist die Frage nach der Aufklärung. Es ist die Frage nach der Auseinandersetzung mit dem, was dahinter steht. Und das ist versäumt worden. Der Fall Klingenberg hat die Welt bewegt und die Kirche. Der Impuls geht von der Deutschen Bischofskonferenz aus. Ich habe damals angeregt, dass wir, als wir hörten, dass auch der Exorzismus als liturgische Form erneuert werden soll, ein Stück weit Einspruch erhoben und gesagt, Moment, da muss man aber noch mal genauer fragen, auch verursacht durch Klingenberg. Und dann haben wir unsere Kommission eigentlich eingesetzt, zunächst einmal auch zur Verständigung von uns selbst. Und haben dann gesagt, dann leiten wir diese Ergebnisse nach Rom weiter. Tatsächlich wird der Exorzismus modernisiert. 1999 erscheint in Rom nach über 400 Jahren ein neues, ein überarbeitetes Ritual zur Austreibung des Teufels. Im Verlangen dieses medizinisch-psychiatrischen Gutachtens und in vielen anderen Dingen sind doch kräftige Spuren der Arbeit der Kommission fruchtbar geworden, dass man also den Exorzismus vollständig abschafft. Das war ja ohnehin eigentlich nicht zu erwarten. Er sieht in der Neufassung des Rituale Romanum Teufelswerk. Don Gabriele am Mord, oberster Exorzist der Diözese Rom, interveniert beim zuständigen Kardinal. Kardinal Medina hat dem neuen Ritual daraufhin einen Merkzettel beigefügt. Die Bischöfe werden darin ermächtigt, wenn es der Fall erfordert, auch das alte Ritual anzuwenden. Im Kampf gegen den Teufel ist ihm jedes Mittel recht. In nome di Cristo, Satan, vattene.
In nome di Cristo, salva. Dabei befindet er sich in prominenter Gesellschaft. Quindi anche riguardo gli esorcismi. Was die beiden Exorzismen betrifft, die der Papst durchgeführt hat und die auch bekannt geworden sind, so wollte er sicher die Bischöfe ermutigen, neue Exorzisten zu ernennen und die Priester, diese Aufgabe zu akzeptieren. Hat er den Teufel ausgetrieben, um ein Zeichen zu setzen gegen die Dämonen der Zeit? Oder braucht seine Kirche den Teufel wieder, weil der Glauben schwindet? Dieser Satz kommt nicht von mir, sondern von Johannes Paul II. Als ich ihm vortragen ließ, dass ich so viele Bischöfe treffe, die nicht an den Teufel glauben, da hat er schroff geantwortet: Wer nicht an den Teufel glaubt, glaubt nicht an das Evangelium. Ein Teufelskreis, der auch weiterhin tödlich enden kann. Zum Teil auch sehr grausam umgegangen sind mit den angeblich vom Teufel besessenen Menschen. Und die kirchlichen Exorzismen aus dem 16., 17. Jahrhundert, die sind eigentlich ziemliche Rationalisierungen dieser weit verbreiteten Exorzismuskunst. Im Rituale Romanum von 1614 werden die Kriterien für den Exorzismus definiert. Wer fremde Sprachen spricht, übermenschliche Kräfte zeigt und geheimes Wissen offenbart, ist des Teufels. Exorzismus heißt, dass ein Befehl an den Bösen ausgeht, er möge nun von dem oder jenem Menschen lassen. Und dieser ausgesprochene Befehl, geh weg, zieh aus, das macht den Exorzismus aus. Der erste Exorzist nach dem Neuen Testament, Jesus Christus. Jesus will, dass wir den Exorzismus vollziehen. Ja, er ermächtigt uns sogar. Markus 16, Vers 17. Jene, die an mich glauben, werden in meinem Namen die Dämonen verjagen. Man muss nur an Jesus Christus glauben, um die Kraft... Kampf gegen den Teufel ist ihm jedes Mittel recht. In nome di Cristo, Satan, vattene. In nome di Cristo, Satan. Dabei befindet er sich in prominenter Gesellschaft. Quindi anche riguardo gli esorcismi. Was die beiden Exorzismen betrifft, die der Papst durchgeführt hat und die auch bekannt geworden sind, so wollte er sicher die Bischöfe ermutigen, neue Exorzisten zu ernennen und die Priester, diese Aufgabe zu akzeptieren. Hat er den Teufel ausgetrieben, um ein Zeichen zu setzen gegen die Dämonen der Zeit? Oder braucht seine Kirche den Teufel wieder, weil der Glauben schwindet? Dieser Satz kommt nicht von mir, sondern von Johannes Paul II. Als ich ihm vortragen ließ, dass ich so viele Bischöfe treffe, die nicht an den Teufel glauben, da hat er schroff geantwortet: Wer nicht an den Teufel glaubt, glaubt nicht an das Evangelium. Ein Teufelskreis, der auch weiterhin tödlich enden kann. Pater Arnold Renz nicht reingelassen hat, wo er doch der Hauptmann ist der Sache.
die waren alle angereist der festen Überzeugung, dass Anneliese Michel unverwesend in ihrem Grabe liegt. Das hatte ja nun auch diese gute Schwester Dorothea so geweissagt. Deswegen fand das Ganze ja statt und das hat man natürlich hier erwartet. Und die Leute haben es am Ende auch so wahrgenommen. Die Totengräber wissen es besser. Sie haben die Leiche gesehen. Waren Sie nun dabei, als der Sarg geöffnet wurde? Ja. Sie waren dabei. Und ist da nur irgendwas aufgetaucht, ein Heiligenschein oder Merkmale? Ich habe nichts gesehen. Gar nichts in der Richtung. Ich habe nichts gesehen. Hast du was gesehen? Was soll denn da auftauchen? Wir leben doch in der Welt, wo man sagt, man darf an so einem Pokus gar nicht mehr glauben. Ne? Also. Der Mensch, wenn er so weit ist, ist sofort. Einige Zeit später hat mir Herr Michel ein Foto gebracht. Auf diesem Foto hat er mir gesagt, ist die Hand des Teufels zu sehen. Und damit ist die Existenz des Teufels in dem Falle Michel für ihn evident gewesen. Das Beweisfoto. Angeblich zu sehen die Umrisse der unverwesten Anneliese Michel. Und die Hand des... Anneliese Michel gibt den Kampf gegen ihre Krankheit auf. Zwölf Ärzte haben ihr überhaupt nicht helfen können. Ein Ohrenarzt hat gesagt, die Stimmen, die sie gehört hat, das ist nicht erklärlich, ich kann Ihnen nicht helfen. Die Neurologen, die Psychiater haben ihr nicht helfen können. Eine katholische Messe nach altem Ritus in Kleinwaldstadt. Der Priester betet auf Lateinisch, abgewendet von der Gemeinde zum Altar. Und die Hostie wird durch die geweihte Hand des Priesters in den Mund der Gläubigen gelegt. Hier werden die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils abgelehnt, als Abfall vom wahren Glauben. Auch sie hält an den alten Riten fest, Thea Heim. Organisatorin der Pilgerfahrten der Gemeinde. Der Herr Michel ist mitgefahren einmal. Und da ist er gekommen und hat gesagt, der Herr Mädchen, er weiß nicht, was die... Ich habe Patienten, die schildern, dass plötzlich der ganze Raum in Flammen steht. Sofa, auf dem sie sitzen und so weiter. Und dass sich dieses Phänomen ausbreitet und der Patient aus dieser Situation heraus dann einen mehr oder weniger typischen Schläfenlappenanfall oder ähnliches bekommt, was bei den schizophreniformen Psychosen nicht der Fall ist, wo diese Wahrnehmung, die Stimmen hören, permanent ist, teilweise bedrohlichen Charakter hat, also noch Zusatzsensationen hat. Ein katholisches Studentenwohnheim in Würzburg. Von hier aus beginnt Anneliese Michel 1973 ihr Studium, Religionspädagogik. Niemand ahnt hier, welche Ängste Anneliese Michel quälen. Häufiger hört man heute eben von Patienten, die sagen, sie haben Angst, sie fühlen sich bestrahlt oder sie fühlen sich vergiftet oder beeinflusst eben von Außerirdischen. Aber man muss auch immer das Umfeld betrachten. Wenn jemand zum Beispiel jetzt in einem stark religiösen Umfeld aufgewachsen ist, kann es durchaus sein, dass dann da eher der Wahninhalt, die Besessenheit als Wahninhalt so dargestellt wird. Die Wahnvorstellungen werden immer schlimmer. Anneliese Michel hört Stimmen, Klopfen, Poltern. Sie fühlt sich vom Teufel verfolgt. Ja, das ist von mir. Und Pater Renz hat ja stolz seine Tonbänder vorgeführt, die er dabei aufgezeichnet hat und das mit wirklich leuchtenden und glänzenden Augen und daraus zitiert. Und er war wirklich begeistert auch von dem, was er da gehört hatte. Welche Dämonen sind das? Das können wir vor allem Lucifer, Judas, Nero kommt selten, kein sehr selten, Hitler nur in ganz wenigen Fällen. Gehört Hitler zu den Dämonen? Ja,
Hitler gehört zu den Dämonen. Er wäre zu den Menschendämonen zu rechnen. Ne? Er selber sagt, er hat sich vorgestellt, bekannt, hat Heil, Heil, Heil geschrien. Ne? Aber sonst hat er nichts gesagt. Und der andere Dämon, der sagte von ihm, die hat zwar ein großes Maul, aber zu sagen hat er nichts. Sie Drecksau, sie Verfluchte! Damit sind wir das Sie Verfluchte, Drecksau! Ho fatto migliaia di esorcismi. Ich habe tausende Teufelsaustreibungen durchgeführt. Es hat mir gereicht, auf den Kassetten ihre Stimme zu hören, ihr Winseln, ihr Benehmen. Dort war der Teufel sicher anwesend. 1,5 Monate nach Beginn der Teufelsaustreibungen. Hoffnung im Haus, die Umrisse der unverwesten Anneliese Michel. Und die Hand des Teufels. Wasser auf die Mühlen des obersten Exorzisten von Rom. Auch damals gab es schon viel zu wenig Exorzismen in Deutschland. Schuld sind die Bischöfe und Priester, die nicht daran glauben wollen. Wer nicht an den Teufel glaubt und die Besessenheit, glaubt nicht an das Evangelium. Rückfall ins Mittelalter. Die Zeit des Hungers, der Kriege und der Seuchen. Das Strafgericht Gottes scheint angebrochen. Teufelsaustreibung wird zum Allheilmittel des ausgehenden Mittelalters und fordert zahllose Opfer. Es gab etwa im 16., 17. Jahrhundert, das ist gut untersucht, viele Exorzismen einfach im Volk, in der Kultur, die zum Teil auch sehr grausam umgegangen sind mit den angeblich vom Teufel besessenen Menschen. Und die kirchlichen Exorzismen aus dem 16., 17. Jahrhundert, die sind eigentlich ziemliche Rationalisierungen dieser weit verbreiteten Exorzismuskunst. Im Rituale Romanum, 4 Jahre später, holt die Realität den cineastischen Albtraum ein. Klingenberg, 1975. An Anneliese Michel wird die letzte Teufelsaustreibung in Deutschland vollzogen. Das Erste, was mir dazu eingefallen hat, ist Mittelalter gewesen. Nicht? Also zumindest also nicht unsere aufgeklärte Zeit, dass man also heute überhaupt noch wirklich den Teufel in der Kirche als eine reale Größe betrachtet. 67 Mal vollziehen 2 Priester der römisch-katholischen Kirche in diesem Haus den großen Exorzismus. Das ging immer so 1,5 Stunden lang. Ne, und da konnte ich mich noch erinnern, wie wir so den Eimer fertig waren. Und da hat der Pater an und gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Pause, dass die Anneliese mal ein bisschen Ruhe hat. Auf einmal fing sie an, Ruhe, bei uns gibt's keine Ruhe. Es geht weiter oben oder unten. Und es ist mir so durch den Rücken gelaufen, ich habe Gänsehaut gekriegt. Nach 9 Monaten wiegt Anneliese Michel nur noch 31 Kilo. Immer wieder fügt sie sich selber schwere Verletzungen zu. Ich habe aber erlebt, wie sie von der Dämonen geschlagen worden ist. Das ging so, so. Ihr Benehmen. Dort war der Teufel sicher anwesend. 1,5 Monate nach Beginn der Teufelsaustreibungen. Hoffnung im Hause Michel. Der Bann der Dämonen scheint gebrochen. Der Priester hat ja immer jedes Mal bei dem Exorzismen gepredigt, sie müssen raus. Und dann haben sie ja auch gesagt gehabt, wann sie gehen. Ne, das war dann der 31. Oktober, so viel ich mich entsinnen kann. Und dann ging auch einer, wir haben so gefreut drauf, dass das einmal endlich fertig wird. Weil wir haben ja ursprünglich gedacht, ja, wenn wir da 2-3 Mal Exorzismus beten, und dann ist das passiert.
Das fatale Wechselspiel zwischen ihr und ihren Exorzisten soll nach den jahrhundertealten Regeln zu Ende gebracht werden. Es war sogar eine Zeit, und das war der 31. Oktober 1975, das sind sechs Teufel, die sich genannt haben, mit Namen, die sind tatsächlich ausgefahren. Und diese sechs haben für diese Prozedur etwa 40 Minuten gebraucht. Sie haben sich gewehrt. Und vor allem haben sie bei dem Gegrüß seist Maria. Auch damals gab es schon viel zu wenig Exorzismen in Deutschland. Schuld sind die Bischöfe und Priester, die nicht daran glauben wollen. Wer nicht an den Teufel glaubt und die Besessenheit, glaubt nicht an das Evangelium. Rückfall ins Mittelalter. Die Zeit des Hungers, der Kriege und der Seuchen. Das Strafgericht Gottes scheint angebrochen. Teufelsaustreibung wird zum Allheilmittel des ausgehenden Mittelalters und fordert zahllose Opfer. Es gab etwa im 16., 17. Jahrhundert, das ist gut untersucht, viele Exorzismen einfach im Volk, in der Kultur, die zum Teil auch sehr grausam umgegangen sind mit den angeblich vom Teufel besessenen Menschen. Und die kirchlichen Exorzismen aus dem 16., 17. Jahrhundert, die sind eigentlich ziemliche Rationalisierungen dieser weit verbreiteten Exorzismuskunst. Im Rituale Romanum von 1614 werden die Kriterien für den Exorzismus definiert. Wer fremde Sprachen spricht, übermenschliche Kräfte zeigt und geheime... Der Fall Klingenberg hat die Welt bewegt und die Kirche. Der Impuls geht von der Deutschen Bischofskonferenz aus. Ich habe damals angeregt, dass wir, als wir hörten, dass auch der Exorzismus als liturgische Form erneuert werden soll, ein Stück weit Einspruch erhoben und gesagt, Moment, da muss man aber noch mal genauer fragen, auch verursacht durch Klingenberg. Und dann haben wir unsere Kommission eigentlich eingesetzt, zunächst einmal auch zur Verständigung von uns selbst und haben dann gesagt, dann leiten wir diese Ergebnisse nach Rom weiter. Tatsächlich wird der Exorzismus modernisiert. 1999 erscheint in Rom nach über 400 Jahren ein neues, ein überarbeitetes Ritual zur Austreibung des Teufels. Im Verlangen dieses medizinisch-psychiatrischen Gutachtens und in vielen anderen Dingen sind doch kräftige Spuren der Arbeit der Kommission fruchtbar geworden, dass man also den Exorzismus vollständig abschafft. Das war ja ohnehin eigentlich nicht zu erwarten. Er sieht in der Neufassung... Er geglaubt. Und Anneliese Michel glaubte es natürlich auch, aber die hat es teuer bezahlt. 8 Tage nach der Genehmigung des Bischofs beginnt der Exorzismus. Ein willkommenes Forum zur Abrechnung mit den reformerischen Tendenzen in der Kirche. Es ging vor aller Dinge um unsere Kirche. Die Missstände, die heute in der Kirche sind, und wir noch zu anderen Zeiten gewohnt waren, die sind da angeprangert worden. Das war das Hauptthema. Ob das jetzt die Handkommunion war oder es war, wie gesagt, die Priesterkleidung oder das ist alles angeprangert worden. Ja, das Schallflucht ohne dich! Ja! Deutlich zeigt sich, wie bei dem inquisitorischen Verhör die gewünschten Antworten provoziert werden. Es gab einen Grund für diese Besessenheit.
Und der Grund für diese Besessenheit war ganz einfach eine Warnung, eine Mahnung, eine Warnung gegen die damals evident gewordenen liberalen Tendenzen der katholischen Kirche. Gegen die haben sich die Dämonen gewehrt und das war das göttliche Zeichen. Das hatte dann auch Anneliese Michel adaptiert und das haben dann auch die Eltern adaptiert. Das haben aber vor allem die beiden Geistlichen adaptiert.